Die ganze Welt blickt ja nächstes Jahr nach Südafrika. Grund dafür ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Die bringt dem Land hoffentlich durch das Geld der Fußballfans einen Aufschwung. Den hat Südafrika auch dringend nötig, wie der Regensburger Pater Gerhard Lackleder nur allzu gut weiß. Seit über 20 Jahren lebt er in Südafrika und hat dort eine eigene Hilfsorganisation gegründet, die Bruderschaft des seligen Gerhard, benannt nach dem Ordensgründer der Malteser. Pater Gerhard Lackleder ist zurzeit in Deutschland auf sogenanntem Heimaturlaub, wobei seine Heimat eigentlich mittlerweile Mandeni in Südafrika ist. Hier kümmert er sich um HIV-Infizierte, AIDS-Kranke und AIDS-Weise. Was die Situation des Landes betrifft, sind wir immer noch an der aufsteigenden Linie, was die HIV-Infektionen betrifft, und das ist schlimm. Besser dagegen ist die Situation seiner eigenen Hilfsorganisation. Beim Kinderheim konnte angebaut werden, das Hospiz wurde erweitert und es konnte eine neue Klinik gebaut werden, in der HIV-Infizierte mit speziellen Medikamenten behandelt werden. Das ist wichtig, denn sonst würden diese Menschen sterben. Sicherlich ist AIDS nach wie vor eine zum Tod führende Krankheit. Aber wenn die Leute dann nur 15, 20, vielleicht 25 Jahre bei guter Gesundheit weiterleben können, ihre Kinder aufziehen können und zur Arbeit gehen können und damit wieder Geld verdienen und damit unabhängig werden von den Almosen, dann ist ja da unheimlich viel geleistet damit. Mandeni ist eine AIDS-Hochburg. 88% der AIDS-Tests weisen eine Infektion mit HIV auf. Die Armut spielt hierbei eine große Rolle. Frauen verdienen deutlich weniger als Männer, beziehungsweise Frauen sind zum großen Teil arbeitslos. Deshalb schaffen sie sich laut Pater Gerhard Lackleder sogenannte Sugar Daddies an. Ein Sugar Daddy ist ein Mann, mit dem eine Frau eine mittelfristige finanzielle und geschlechtliche Beziehung eingeht. Das heißt, er zahlt nicht pro Geschlechtsakt für die Dienste seiner Bettkumpanin, sondern der bezahlt in wöchentlichen oder monatlichen Raten. Aber einer dieser Sugar Daddies reicht nicht. Jetzt haben die Frauen dann 3, 4, 5 verschiedene. Und damit ist die Promiskuität so extrem hoch. Und damit haben wir Weltrekord an AIDS-Raten. Jetzt macht sich auch noch die Wirtschaftskrise bemerkbar. Viele Fabriken müssen schließen. Das bringt ein weiteres Problem für Mandeni mit sich. Die Leute, die eben aus dem rausgekommen sind, um im Industriegebiet zu arbeiten, können aber nicht mehr zurück. Jetzt bleiben die alle da. Und jetzt haben wir bei uns in unserem Bereich eine Arbeitslosigkeit von über 50% der arbeitsfähigen Bevölkerung. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass die Kriminalitätsrate extrem hoch ist. Pater Gerhard Lackleder lässt sich von alledem aber nicht unterkriegen. Er, seine 70 Hauptamtlichen und seine 1000 ehrenamtlichen Mitarbeiter stehen den AIDS-Kranken und AIDS-Weisen weiter helfend zur Seite. Momentan ist übrigens gerade geplant, ein Haus zu kaufen, um dort die älteren Waisenkinder durch Pflegeeltern auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Doch das ist nur über Spenden möglich. Claudia Breski, katholische Redaktion.